Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde TDT mit 1007 Beatsbeat. Und special guest Dalukat. Hallihallo. Hey, hallo. Schön, dass du heute mit dabei bist, Dalu. Ich bin Erinnerung wieder wach, muss man ja mal sagen. Weil Ründchen TDT spielen wir im Zuge unseres 10-jährigen Geburtstags, das ist Folge 1. Krass. Bevor die Leute jetzt denken, wow, TDT ist wieder da, holy shit, lass mal wieder 5 Jahre TDT spielen. Wir spielen jetzt jeden Tag eine Folge TDT. Cool. Auf unserem geheimen Kanal. Ja. Wie heißt der denn? Also, wieso haben wir eigentlich 5 Minuten Preparing-Zeit? Was ist da los? Eine Minute. Erste Preparing ist, glaube ich, länger als für die anderen Runden. Mm. Oh Gott, ich wäre gerade fast gestorben. Wo habt ihr eigentlich eure Fest gewinkt, ha? Ja, so normal da, wo die Waffe ist. Voll genau über die Waffe. Wir haben in die Mitte ziemlich so. Vom Bildschirm. Das Fadenkreuz. Das Fadenkreuz. Hat mal der Chat doch vorgeschlagen, aber das habe ich mir gedacht, die reden Quatsch. Alter, 9, 8, 7. Hallo, haben Sie noch keine Waffe? Ich hab eine Shotgun. Oh, verdammt, wann wird jetzt geballert? Also ich. Hallo, das ich ist ein Roleplaying. Nein! Was? Okay. Hey, Lasse, ich tot. Ich hab sie doch lebig, aber. Ach du okay, Scheiße. Jay ist Traitor wahrscheinlich. Wieso bin ich Traitor? Du gerade den Shop kurz auf. Und okay. Quatsch, ich hab Tab gedrückt. Also ich bin innocent, ich bin aber auch runtergefallen. Ja, der Tod ist. Ja, aber auch das kannst du nur am Traitor. Lebst du noch? Ja. Ist das so? Ich lebe, also ich hab Fallschaden bekommen, aber ich bin nicht ganz lange unten. Ich bin nicht ganz unten. Ich bin auf so einem, was ist denn da? Spülbecken gelandet? Der Dalu hat richtig Schiss. Was ist das denn hier? Ah, nee, guck mal, hier ist er noch. Oh, nee, cool, nee, nee. Ich bin noch da. Nee. Wer verfolgt da den? Dalu, Jay oder Jay Dalu? Oh Gott! War ein Bane. Dalu. Dalu, ey. Das war kein Explosiv. Ja, Jay killt mich gleich. Also, wenn ja, ihr unten kannst, ja, fliegen. Dann seid bereit. Oh, schieß dir den Koffer weg. Schieß mir nicht den Koffer weg. Hä? Das sieht voll geil aus, wenn man reinzoomt. Scheiße! Ich hab dir mal das Fass Dalu ist weg! Das war einfach ein Kopf. Oh nein! Hast du dich unsichtbar gemacht? Hast du Dalu? Jay hat, glaube ich, Dalu getötet. Ram wird sterben. Nein! Dalu, lebst du noch? Ich bin innocent, aber ich werde sterben. Dalu, verarscht! Bin vorsichtig da, wo du bist. Wo ist denn Zip eigentlich? Der hat auch noch gar nichts gesagt. Ich bin. Leute, was macht Bram da? Der fliegt! Okay. Ich bin ja, übelst verwirrt. Kennen wir doch. Dalu, lebst du echt nicht mehr? Ich lebe noch. Ich glaub, Jay. Okay. Zip ist es! Und wieder der Engine Door. Wo ist Zip? Im Büro, okay. Büro? Ja, da wo du tot? Ja, Sebastian, ist klar. Nehme dich wirklich! Ich kann jetzt nicht so rein. Also Jay ist leider auch da. Wo ist der denn? Ja, wahrscheinlich sind die beiden Traitor. Ja, glaube ich nämlich auch. Der ist hier nicht. Ich geh nicht gucken. Der ist hier nicht. Ich geh nicht gucken. Hallo? Ja, der ist da auf jeden Fall. Ach scheiße, ich hab die falsche C4-Bombe. Wo ist unsere C4-Bombe? Wo bist du denn? Oh Mann! Wo bist du denn? Christian, das ist jetzt nur noch ein 2 versus 2, ne? Wir haben echt drin. Ein Problem. Ja, ich hab mich schon. Sepp hat bestimmt die Bombe gelegt. Du musst ein bisschen aufpassen, wo du bist. Nee, ich hab die Suicide-Bombe gekauft. Mm. Es gibt die Bombe nicht. Es gibt nur eine Suicide-Bombe. Doch. Nee, ich finde die nicht. Alter, Peter ist gerade gesprengt. Ach, da ist die. Oh mein Gott. Hey, Christian, kannst du meine Suicide-Bombe mal eben nehmen? Oh, das klappt ja doch noch. Das war Jay. Was hat Christian gemacht? Ja, Peter ist explodiert, Jay und Sepp sind noch da, also habe ich einfach mal Jay erschossen. So, fertig. Ja, wobei, warte mal. Ey, war die Taube bestimmt, okay oder mal, ist die Taube zu krass? Wie soll dir jetzt jemand antworten? Ich würde sagen, die ist zu krass. Die ist zu krass, ne? Okay. Okay, was kann ich denn noch kaufen hier? Der hat sich bestimmt unsichtbar gemacht. Wer hat sich unsichtbar gemacht? Jay? Ach so, das war ja klassisch. Dammit. Was hab ich denn gerade hier gekauft? Oh mein Gott, ich bin überfordert. Was? Ja, die Taube ist niemals zu, P. Du kannst ja ausweichen. Du darfst halt nur nicht so offen rumstehen wie Peter. Ja, ich wurde mit einer Taube weggemacht. Aber das ist mir egal, das passt schon. Eine Taube. Ey, Dalu, tut mir leid, du hast mich gerade gestört. Du bist zu mir in den Raum gekommen. Ich hatte so viel Spaß mit Dalu am Anfang. Ja, du hast ja der schon verraten mit dem Snowboard. Ich war bei dir. Das stimmt gar nicht. Wenn das wirklich nicht. Wenn einer nicht confirmed wird, also egal, solange keiner confirmed, sieht ja nur der Trader, dass er tot ist. Alter. Das ist ja schon, das ist ja, ja, das ich ist ja gedacht. Jahre her. Übelst krasses Metagaming hier. Was war das Metagaming? Wenn einer, wenn einer stirbt, dann sieht ja ein Inno im Scoreboard nicht, dass er tot ist. Ja, eben. Da hab ich gar nicht mehr dran gedacht. Ich glaube, Jay auch nicht.
So. Ich glaube, Bram hat was vor. Ich glaube, Bram ist Trader. Ja, so. Bram hat sich mal ordentlich ja, aufgesetzt. Ja, das klingt schon hart so. Oh. Was ist der denn? Hä? Frage ist, wo ist ja. Wer? Warte mal, die... Warte mal. Du, du, du. Ja. Wait. War da einer? Warte, warte nochmal. Na, Christian? Da haben wir auf jeden Fall schon geschossen. Hm. Sollen wir Sepp killen? Warum? Und ja, das ist eine Theorie. Oh, Peter, du warst es nicht. Sepp war es auch nicht. Oh mein Gott. Wer? Ich stehe gerade drauf. Nein! Oh, Christian habe ich einen Header gegeben. Holy shit. Christian hat daneben geschossen. Nice. Also, ja, Sepp ist es nicht. Oh mein Gott. Oh Gott, ich also. Play oder ihr Bram? Jetzt auch nicht Bram oder Dalu? Peter auch nicht. Okay, Bram und Dalu. Jay hat sich aktiviert. Jay hatte seine Waffe in der Hand. Da ist Bram ist im Türmchen, der gibt mir jetzt einen Headshot, pass auf. Ich sag doch, Bram hat so gesagt. Wo, eins Risiko? Ja, geht doch. Ja, warte mal, kann ich Bram tricksen? Bram, hier schießt mal. Fuck you! Fuck you! Probiert. Warte, 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 warte. Hat er getroffen? Nee, leider nicht. War dann den ich dachte, das wäre eine die hier, nein. Disco, irgendwas. Das ist doch Jay, oder? Ach, stimmt, eine Disco hätte ich auch. Nein, das ist nicht Jay. Als wenn du mir einfach eine Feuer... Ich habe jetzt nur noch 45 Leben. Ja, ich wollte doch ein bisschen Spaß haben. Jay ich hat dachte, sofort ich nur losgelegt hier. Ah ja, Sepp ist auch near death. Dann müsst du einfach nur ein bisschen spielen. Dann sind die ja, und dann sterben wir schon einfach. Wo bist denn du, Jay? Hab ich nur. Bei Sepp. Sepp, hast du gerade Jay getroffen? Dalu, jetzt komm da endlich raus, Mann, hör auf mit der Scheiße! Ich bin es nicht. Oh Gott, ich hasse dich! Ja! Ich hab daneben geworfen, Scheiße. Nein. Bram ist, glaube ich, tot. Ich sehe da eine Leiche. Nein, Bram lebt noch. Nee, ich lebe immer noch. Bram ist immer noch. Ja, ist Leiche, ich geh mal zu Bram hin und mal gucken, ob ich sterbe. Bram hat geschossen jetzt. Ja, ich mach die Fenster gerade kaputt. Ich geh mal gucken, ob Bram mich tötet. Jetzt komm hier mal nicht hoch. Doch, ich komm jetzt hoch. Alter Jay, wenn du den Turm hochkommst, werde ich dich tot machen. Dann, wo bist denn du so? Wir haben dich noch gar nicht gesehen. Also ich zumindest nicht. Ich bin bei euch auf der Seite. Nur wenn du Bescheid weißt, ich werde es zumindest probieren. Oh, was, wie ging das denn hier nochmal alles? Peter, das würde ich nicht ausprobieren. Aber was ist denn hochkommen? Was heißt hochkommen? Wenn du die Leiter berührst. Was ist denn die Leiter? Also die Leiter, ja, ist okay, ja, wenn ich die Leiter berühre. Doch, wenn du die Leiter berührst. Nein! Nein! Ich komme da aber nicht hin. Wie komme ich denn da rüber? Also ich habe einen Sass auf Jay. Ja. Das ist deine Mutter. Ja, ich hätte schon geschossen. Also ich hätte Bram schon. Auf welchem Turm ist Bram denn? Auf dem Turm. Auf dem Einzelnen. Hier in dem. Es gibt doch nur einen Turm, oder? Ah ne, es gibt mehrere Türme. Da kommt Dalu jetzt an. Da? Ja, hier. Ich hab nach oben geschossen, nicht, dass du sonst was denkst. Der ist da vorne, okay. Ja, wo bist Peter du? Peter kommt jetzt hier auch an. Peter will mich umbringen, oder? Oh, du Schwein! Jay redet eigentlich, als wenn das ist. Oh, Bram hat geschossen! Bram hat geschossen! Ja, nee. Hat er wirklich? Nee, hab ich ja, nicht. Er hat geschossen. Ich würde dir vertrauen. Du hast Sepp runtergeschossen. Auf mich wird safe. Geschossen. Safe call. Nice. Nix hier. Ja, da kann man ja auch noch hoch. Ja, oh, stimmt. Auf dich haben drei Leute gezielt, gewesen. Nachdem ich gestorben bin, Bram. Dalu hat die ganze Zeit auf dich gezielt. Aber wieso hast du dann nicht Dalu geschossen? Dalu hat mir nur Angst ein Jahr. Wann? Ich schieße doch nicht einfach auf ihn. Ich wusste ja nicht. Nee, wegen dem schneller langsamer machen, oder? Das war ich? Nee, aber das... Also das, ja, das ist auch passiert, also ich nachdem Sepp du gestorben bist. Ich weiß zwar nicht, ja, aber Bram überhaupt. Hatte die ganze Zeit seine Sniper, die durch die Wand geguckt hat. Ja, Christian, ja, kann sein, du hast wieder ein Traitor-Item genommen und dann schießt deine Waffe so. Dann macht deine Waffe diese Animation, weißt das du? Das hat auf jeden Fall Bram nicht gemacht. Also Bram war nur... Ich weiß nicht mal, ob du das nicht auf der Ecke... Ja, das so aussieht, als wenn du vorne rausschießen würdest. Ja, wenn du einen Merit Launcher kaufst, dann kommt das, aber... Dieser Bram hat ja nichts gemacht. Also nichts Visuelles. Ja, dann ist das aber verwirrend, dass das passiert ist, obwohl Christian schon tot war. Bram hat aber geschossen. Ja, dann, als du das gesagt hast, hab ich auch geschossen. Ja. Tür geh auf. Ist ja don't do shit. Oh. Aua! Erst jetzt. Okay, ich glaube, Sepp ist gestorben. Aua!
Ich hab auch Peter gehört. Ist ja, aber bei mir in der Nähe ist er nicht. Ja, aber Peter ist da oben. Also ja, eben. Also hier, Sepp war nicht mal in der Nähe. Keine Ahnung, wo der Junge ist. Bram wehrt sich auch gar nicht dagegen. Also, hat er nicht vorher gesagt, Christian, mach keinen anderen, Quatsch? Und dann hat Christian gesagt, mach keinen Quatsch, Peter. Ach so, ja, scheiße. Ich weiß nicht mehr, was ja, ich dachte gerade, ich hätte eine kurze. Hat alles was gedauert, ich wusste nicht mehr, ja, das habe ich sogar beobachtet. Also, Bram war da. Ja, ich bin noch da. Okay. Hör euch zu. Hallo, ich die ganze Zeit dauerhaft. Ja, aber ich suche ihn gerade. Guck mal da. Christian ist bei der Kirche. Ich glaube, der ist an den Fallschaden gestorben. Ich finde ihn nämlich nicht. Ich glaube, Dalu war's. Ich glaube auch, dass Dalu da. Vielleicht den hier. Oh mein Gott, ich wurde abgeschossen. Aber wenn alle Lebenden sagen, ich war's, dann bin ich's ja wieder nicht, oder? Wieder von. Dalu! Jesus! Jesus! Wo ist der Straighter raufgegangen? Ich bin es nicht. Dalu ist tot. Christian hat auch auf Dalu geschossen. Genauso wie ich. Ich bin's nicht. Mit der ich hab Jay gesehen, wie er in den Traitor-Raum gegangen ist. Ich bin's aber nicht. Ich hab Kuchen auf meiner Maus. Er ist einfach aufgegangen. Das ist egal. Der Traitor-Room. Ich muss meine Position wechseln, das ist hier gefährlich. Nur Pussys wechseln die Position. Ja, aber der hat schon auf mich geschossen. Ja, aber der weiß nicht mehr, wo du bist, wenn ich hinter einer anderen Box stelle. Ich kann ihn gar nicht festpinnen, ich bin Ich beobachte Peter, wenn es gleich auf den Umfall. Wahrscheinlich. Der noch nicht. Wo kommen denn nochmal die Traitor? Wo gibt's nochmal überall Eingänge zu den Traitor Rooms? Worden, hast du eben gesagt. Ja, von Jay. Jay ist der Böse. Wo ist der denn? Im Traitor-Raum. Ja, ich weiß denn leider nicht, wo die ganzen Türen alle sind. Ja, das weiß ich auch nicht. Ich weiß zwei, sehe ich. Und ich noch weiß, dass da Türen waren, aber ich weiß nicht, wie viele es gibt. Eine ist auf jeden Fall, und da ist er reingegangen, ja, da beim Pool. Beim Pool. Ist auf jeden Fall einer, genau. So, und eine dann gibt es da, noch eine. Meinte, die Kirche ist? Ja, genau, die Kirche. Und mehr weiß und ich tatsächlich gibt's nicht auch nicht. Gibt es nicht auch einen noch unten in dem Apartment? Genau, hier bei. Das ist einer bei mir auf der Box Seite. Hier ist Munition eingesammelt worden. Ich weiß nicht, wo du bist. Welche weiße Box, Bram? Wenn du von dem einzelnen Tower, in dem ich letztes Mal runterläufst, neben dem Wassertank. Bei mir. Okay. Wo bist du? Ja, da in dem bei der Kirche. Da! In der Kirche unten drin. Ich habe Jay eine gegeben, aber Jay hat mir auch eine gegeben. Ist der noch in dem Raum drin? Ja, oder der ist noch in dem Raum drin. Das heißt, der könnte jetzt einfach an der Tür vielleicht raus. Wir müssen alle Türen abdecken. Peter, da ist Feuer. Genau da, wo das Feuer ist. Da ist die Tür, die richtige. Alter. Also, okay. Dann gibt's noch die Wassertank, wieso ist Peter? Peter ist tot. Ja, aber warum? Einfach so ist er explodiert. Ach, schade. Warum, weißt du was? Ich schmeiß Dalu einfach runter. Peter Erste, warum bist du denn nicht auf deinem Safe Point geblieben? Jetzt mach ich dann einfach. Ich werde jetzt einfach die Situation zu meinen Gunsten wenden. Ja? Ah, Sepp ist auch tot. Oh mein Gott. Du lebst aber noch, ja? Ich sag mal so, hier liegt eine Leiche. Christian war innocent. Ja, ganz ehrlich, dann kommst du halt hier hoch und musst mich holen. Ist mir egal. Du bist Trader, nicht ich. Oh, scheiße. Hey, ich muss ja nur die Leiter da hoch. Solltest du mal besser beobachten, die Leiter. Wenn ich da langsam hochkletter. Ganz, ganz langsam. Ja, schon, Jay. Ich guck mir die Leiter nicht an. Warum nicht? Ja, du stehst da irgendwo. Und daraus kam die Granate. Alter! Oh Gott! Okay. Die hat mich voll getroffen, die Scheiße. Voll getroffen, bist wahrscheinlich tot. Fast tot. Der hat mich getroffen, wieder, Mann, der ist voll auf mich zugeflogen. Ich guck da nicht runter. Ja, ist ja okay. Dann guckst du halt nicht runter. Oh Gott. Das ist problematisch jetzt gewesen. Sag ich mal so, wie es ist. Oh, da ist er. Oh. Ich bin ein bisschen gedamaged. Aber nur ein bisschen.
Schade. Als ob der den direkt weg macht. Mit dir! Jay, das war mit dem Doorbuster aber so knapp. Du läufst halt so drauf zu, dann winkst du noch. Achso, da war Doorbuster. Ja, ja, und Christian kam Gott sei Dank von der anderen Seite. Ich glaube auf dieses Ding zu. Ich denke mir doch, weißt du, so dieser Gedanke ist, ist das eine Bombe an der Tür? Bam. Ach, du siehst sie auch. Ja klar, ich war ja von der anderen Seite, wo du das Ding auch siehst. Aber den sehe ich nicht, oder? Ich wollte eigentlich ins Apartment hat. Rein. Von, weil nein, von deiner Seite hättest du den auch nicht gesehen. Aber Christian hat von der Bombenseite aus. Ja, ich habe die Bombe an der Tür gesehen. Oh Mann. Cool. Okay. Ja, ich habe einfach mal versucht, da den Fokus auf diesen einen Traitor-Room-Spot zu legen. Und da habe ich eine Bombe reingelegt. Und ja, da quasi das hat mich gekillt, das habe ich mir schon gedacht. Aber gut. Boah, jetzt muss man ja einmal komplett rumlaufen, nur weiter, damit man da hochkommt. Alter, da schießt er schon direkt. Da liegt ja direkt einer los. Der Sniper direkt. Wer macht denn da Quatsch? Innocent. Ich lauf mal kurz meinem Trader-Kollegen, eigentlich einem Trader hinterher. Warte. Ich hab doch nicht daneben geschossen gerade. Alter, ist einer. Was hat denn? Wer ist denn dein? Ja, da war ein Fass. What the fuck, ich dachte, du gibst mir jetzt gerade, versuchst mir einen Headshot zu geben. Was ist denn dann passiert? Ich glaube, Bram ist nicht mehr. Peter, Jay ist mit der Shotgun hinter dir, wa? Also, ja, der beschützt mich. Das hat dich gar nicht interessiert. Doch, okay. Der beschützt mich. Das interessiert ihn auch gar nicht, weil er mir gleich hier nicht sicher. Ja, einer von euch ist es nämlich, von euch beiden. Also ist ein Dalu? Naja, warum ist Bram tot? Ist ja, ja, das frage ich mich nämlich gerade auch, aber ich weiß nicht, wo das ist. Also ich könnte mir vorstellen, das muss ja irgendwas aktiviert worden sein. Ja, ja, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht der Platztauschdöns gemacht wurde. Ach, das kann sein, aber wer wurde denn getauscht? Ja, Bram. Nee, nicht. Ja, aber mit irgendjemandem muss er ja getauscht werden. Der andere wird das wohl nicht verraten. Weil ja, der andere sagt, wir haben ja alle gesehen. Ja, aber wir können ja Leute ausschließen vielleicht, Jay, habe ich in der Zeit gesehen. Ja, aber vielleicht ist er auch einfach ganz anders gestorben. Ja. Vielleicht ist er auch einfach runtergefallen. Diese Autosniper, die macht mir ein bisschen Sorgen. Hast du eine Pistole? Oh Gott, das klappt nicht! Oh Gott! Was macht ihr denn da schon wieder? Ja, ich warte, dass du ja nicht vorbeikommst. Okay. Und uns killst. Okay. Mr. Trader. Ich glaube eher, das Scepter komisch ist. Der steht auf Distanz mit einer Pistole. Das ist irgendwie alles strange. Ja. Oh. Ich glaube, ich hatte schon mit der Deagle versucht, über die Map einzukillen. Das ist besser als meine. Oh mein halt. Gott, ich werde sterben. Ich werde so sterben. Kann ich den Koffer da wegschießen? Nein! Ja. Nein! Hallo! Peter, was hast du denn? Peter hat was platziert, was Kriminelles heute. Ey, Seppi, bist du denn so schnell? Nice! Ich wurde geportet. Seppi ist geportet worden. Oh, Scheiße. Peter ist geportet worden. Ja, Peter hat. Oh nein, das ist ärgerlich. Dann ist Peter, am Sniper-Turm. Das ist schlecht, weil ich komm vor, ich greif Peter an. An welchem der Sniper-Türme? Der, wo Bram drin war. Ja, ich komm zu Peter. Ich hab ihn gleich. Dann ist er jetzt im Apartment wahrscheinlich. Peter lebt wahrscheinlich gar nicht, das ist das Meta-Play hier. Nein, Peter hat sogar. Oh, das ist jetzt aber doof gesagt. Ja, also ich bin gleich bei Peter. Ich bin gleich bei Peter. Ich hab ihn gleich. Greif an! Scheiße. Attacke! Muss man eben die Fenster. Ja, ja, ich geh nicht da! Ich hab Peter. Oh Mann, ich wollte gerade angreifen. Also, ich war dran. Ja, das war jetzt natürlich unlucky, aber du bist gestorben durch die Teleportation, oder was? Ja, weil Dalu mich dabei natürlich ja gesehen hat, wie ich nicht direkt geschrien habe, oh, ich wurde teleportet, und hat mir eine Disco direkt vor die Nase geworfen. Ich glaube, mir hat mir jemand eine Disco unter den Arsch gelegt. Alter. Bin einfach in die Luft geflogen und dann halt in den Tod. Peter, ach, Scheiße. Peter sneakt sich dann langsam zum Abend. Ja, wo kommst du überhaupt her, ey? Voll erwischt, ey. Peter, was machst du denn da? Da hab ich panisch einfach direkt teleportiert. Und da hab ich natürlich direkt meinen Traitor-Kollegen erwischt. Natürlich. Peter killt immer seine Mates. Nee, Dalu hat den dann gekillt. Das ist richtig. Peter hat ihn nur ins Messer gegeben. Oh ja, Peter, sind wir diesmal, Kollegen, ne? Das ist korrekt. Diesmal sind wir Kollegen. Okay. Sind wir Kollegen. Wollen wir uns mit zu dritt hier ein Fass stellen? Nee, ich bin das Fass nicht kaputt. Kaputt. Ja, okay. Okay, wer von euch ist jetzt Trader? Bin ich jetzt mit dem Tradern zusammen? Ist wahrscheinlich, also statistisch gesehen ist einer von uns Trader.
Statistisch gesehen ist einer Trader. Wollen wir die heilige Disco entscheiden lassen? Die heilige Disco. Okay, wer von uns ist Trader? Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Bram ist es! Nelly! Bram ist tot! Okay. Der wird weggesnipert von einem. Wo war der denn? Oh nein, du Idiot! Warum schießen du als erstes auf mich? Au! Das Sniper deine aus dem Sniper-Turm die ganze Zeit. Ja, Bram, du Idiot! Jetzt wurde ich teleportiert, Alter, wollt ihr mich verarschen? Wait. Nee, ich bin nur runtergefallen. Moment. Ey, warum bin ich auch teleportiert worden? Alter, Bram, was machst du denn? Warum schießt du denn einfach auf mich? Wie so ein Traitor-Spacko. Der sagt doch die ganze Zeit einfach nichts. Der Bram ist doch tot. So geht das nämlich. Tschüss. Einer ist weggeschossen. Dann ist Lalo der andere. Obwohl ich gerade halt Bram getötet habe. Weiß nicht, wer da nicht geredet hat, aber auf jeden Fall ist der in den Abgrund gefallen. Lol. Hä? Du bist der Einzige, der noch redet. Das macht mir ein bisschen Sorge. Ne? Ja, ich bin's aber nicht. Du hast eben als Bram... Aber du hast krass gesnipert. Wer hat denn die ganze Zeit gesnipert auf uns drei? Ja, ich hab davon einen abbekommen. Ja, voll gut geschossen von ihm. Bin gleich tot. Der hat schon kommen. Du bist der Einzige, der noch redet. Bei Bram hast du auch die ganze Zeit... Ja, mein Gott, der andere redet halt einfach nicht. Das ist Dalu. Ja, aber Dalu redet doch, wenn der Trader ist. Ja, oder du bist Trader. Der verfährt natürlich auch sein. Die absolute Stille. Ja, das kann natürlich auch sein, aber... Aber ich glaube nicht, dass Dalu halt nix sagt, nur weil der Trader ist gegen zwei. Der Trader Room am Pool ist gerade... Ja gut, ich bin nicht am Trader Room. Dalu ist im Trader Room. Jetzt müssten wir mal wissen, wo hier die ganzen Dinger sind. Ach, das wäre von Vorteil. Ja, wo ist der? Aua, bist du denn gerade? Scheiße, Christian, wo bist du denn? Welche helfen? Ja, denn. War da einer? Ich hab Angst, dass ich dich abschieße. Christian! Mann! Komm, Dalu, jetzt red wieder, du Stück! Da ist er ja! Komm einfach nicht, Dalu, was hältst du von der Idee? Dalu! Oder bist du nicht mehr Dalu? Bist du wer anders? Wer ist denn noch da? Dalu oder Sepp? Oder Christian? Aber Christian hat die ganze Zeit unterwegs geredet. Ich hör dich doch, wie du Zeug einsammelst! Jay. Aha! Haben wir uns jetzt darauf geeinigt, dass du... Oder naja, Glück gehabt, dass die Bombe nicht hochgegangen wieso, ist, Mensch. Wieso hast du keinen Schaden gekriegt? Die war doch nah. Ich hab Schaden bekommen, sag ich mal. Mir geht's jetzt auch nicht so gut. Echt nicht? Nee, echt nicht. Komm einfach mal nicht. Wir tragen das in einem fairen Standoff ohne Waffen aus, ja? Man kann nicht durch Wände schießen, du Wurst. Ich sehe aber deinen Schatten. Das ist ja schön, dann kannst du ja lange den sehen. Geh ich mal kurz weg, dass du den nicht mehr siehst. Das ist ja nur eine Leiche identifizieren. Fuck! LOL, ich hab mich selbst kaputt gemacht! Scheiße! Als ob ich mich selbst kaputt gemacht habe! Als ich hab dich teleportiert, wir standen Peter dem Teleporter schon nebeneinander. Ich dreh mich auch so, hey, hier stand nicht doch gerade. Ich hab erst gedacht, ich bin da runtergefallen. Haben wir gleichzeitig teleportiert? Deswegen dachte ich mir die ganze Zeit, okay, scheiße, Jan, irgendwann benutzt, hat dich gekillt, direkt weg von meiner Nase. Auf einmal. Genau das. Mann, ey, wie unwahrscheinlich war das, dass wir beiden drei innocent waren? Ja, das stimmt. Dass wir beide drei innocent waren. Alle drei zu zweit waren. Eine Scheiße. Das war echt crazy.
Wir wollten die heilige Disco entscheiden lassen, aber Dalu hat sich eingemischt. Ja, ich dachte, das Timing war perfekt. Wenn der jetzt umfällt, dann geht's los. Ja, dann geht ja auch dann los. Das geht ziemlich los, ey. Und die beiden haben sich dann auch gegenseitig beschuldigt. Ja, Bram hat angefangen. Ja, ist egal, wer angefangen hat. Dann höre ich ja nicht auf, mich zu wehren. Das wäre ja dumm. Wenn die Frage wäre, das beendet. Ja. Hallo, das ist gefährlich. Ich bin hinter dir wieder. Da bist du. Ich würde sagen, du bist da runtergesprungen. Da gibt's doch gar keinen Exit. Doch, doch, links und rechts. Hier und nee, da? Ich mein. Ah! Ja, das ist das Blöde beim Runterfallen. Ich meine so als Traitor. Ja, das Haus ist zu hoch. Also du kannst hier nicht normal runterspringen, kriegst schon Schaden. Oh nein. Ihr geht hier weg, oder? Also ich will hier zumindest weg. Ich würde da auch weg. Okay. Will halt wieder irgendwo hin, wo also man Jay nicht steht schon so, als wenn er gleich snipen will. Ja, gleich geht's los. Euch beide. Naja. Easy Snack. Oh oh. Oh, oh. Jay, was hast du denn da für eine Waffe? Ja, ich glaube, die ist weg. Nicht legal, oder? Was heißt denn legal? Ja, legal. Das ist ja, legal, legal. Legal. Das kann so bedeuten. Hallo, wir machen ja eine Razzia bei Ihnen, Herr Apelt. Da kommt. Oh! Der war richtig bad. Ich kann mich nicht bewegen, Alter. Ich wackel dann. Von wem kommt die Mucke? Nein! Ich hab die Mucke Christian? Gar nicht gehört. Peter? Nein, der könnte da. Ich hab nicht gehört, der Hallo ist da. Ich bin ja voll der Friendship. Wer schießt auf mich? Ich hab nicht auf dich geschossen, ich hab deine Richtung geschossen. Die Mucke, kann das sein, Peter? Ja, die Mucke von ihm kommt, dann müsst ihr ihn umbringen. Ich glaub, die Mucke kam von Dalu, aber... Als ob Dalu den Friendship-Beam benutzt, der ist doch voll lame-o. Nein, das war cool, aber der Server könnte abstürzen. Ich muss mal kurz was nachfragen. Dalu, kann man AKs haben? Weil Bram hat eine! Ich wollte nur kurz nachfragen! Warum hat denn eine AK? Ich wollte ja sagen. Ganz gängige Waffe. Dalu! Oh, das war knapp. Hallo? Ja? Ich hab da was vor. Komm mal hier in das Haus. Nee. Oh, scheiße. So, du schießt weiter auf mich. Okay. Ach so, du hast gesagt nee. Ja, okay, dann nicht. Nee. Nee ist jetzt ein Dich, ja. Nee ja. ist nee. Okay, dann... Nee, da... Oh, du kommst da durch. Ja, klar, du auch. Oh Gott, das wusste ich gar nicht. Ach ja. Hör, wie, ich muss Traitor sein, um das zu benutzen. Ah, Dalu, hast du uns alle weggemacht, eigentlich. Ich hab extra das C4 geplant, damit ich das Haus zum Einstürzen bringe. Ja, ohne Scheiß, ich wollte nicht direkt schießen, weil mir schon Fischi vorkam. Aber ich wollte darüber nachgedacht, ob mit einer AK ja gar Da kommt er mir mit einer AK entgegen. Ekelhaft. Hab ich kurz vergessen. Kurz vergessen. Aber eine schöne Waffe, Bram, oder? Ja, die ist einfach nur selten, weißt du? Die gibt's halt nur einmal auf der Map. Ja. Aber auch zu spät reagiert. Bram hat die direkt gefunden. Ja, klar. Oh komm, ey, ich spawn direkt schön, mit Tod. Also. Deswegen habe ich auch eigentlich. Wollte ich nicht auf Dame schießen. Friendship Beam. My little pony. So, Dalu, wenn du das Hotel zum Einsturz bringst, ne? Dauert das dann, bis das einstürzt? Ja, ich glaube schon. Ja, aber es kostet auch irgendwie. Kostet dich auch Credits und alles. Also, ich konnte es auch nicht drücken. Okay. Nee, du musst es vorher aktivieren. Ich habe da vorher was aktiviert. Okay. Ah, ich bin schon wieder nicht hin. Lass mal die Kisten wegmachen. Oh, Alter, da wäre ich fast runtergesprungen. Oh mein Gott, das war nicht so smart. Hat Jay sich selbst gedamaged? Ja, so ziemlich. Irgendjemand ist gestorben. Ja. Ich habe ein Sterbegeräusch gehört. Dalu hat gestorben oder ist gestorben? Nee, Dalu hat jemand gestorben. Dalu hat gestorben, glaube ich. Was wollt ihr uns gerade damit sagen? Peter, hinter dir, ich bin geswitcht worden. Oh mein Gott. Dann ist Sebbet. Okay, dann ist Peter der andere. Muss ja. Wann denn jetzt? Gemacht. Wer denn jetzt? Peter und Sepp. Peter habe ich gemacht, weil der hat auf den Switch mit Sepp überhaupt nicht reagiert. Obwohl der direkt hinter dem stand. Der steht an dem riesigen Wassertower. Neben den Double-Türmen. Riesigen Wassertower? Ja, neben den Double. Neben den, ja. Neben, genau, da unten steht der drauf. Sofern er sich jetzt nicht wieder wegteleportiert hat. An der. Vom. Ne, der steht da immer noch. Seht den Schatten.
Hä, hey, wo ist der Wasserturm? Hui! Ah! Okay, der ist jetzt in dem Helikopterhaus. Alter, wo? Da wurde das Land im Poolhaus. Aha! Und wo ist der Wasserturm? Was ist denn der Wasserturm? Ja, das Wasserteil, was da drauf ist. Linke Seite jetzt. Ich hab einen toten Dalu gefunden. Jay, Sepp geht schwimmen und geht jetzt in Trader. Ne, noch nicht in Trader rum, aber jetzt vielleicht. Ne, immer noch nicht. Wir stehen mit dem Trader-Hütchen am Pool. Jetzt können wir erstmal woanders hin. Jetzt hat die Tür aufgemacht, aber er steht immer noch dahinter. Oh, nice! Ich hab doch gesehen, dass du nicht da reingelaufen bist. Das war so unlucky mit dem Trader. Slapstick einladen. Wieso bin ich dann direkt neben Peter? Das war doof. Ja. Wie kann man denn, was ist denn die Waffe für die Teleporter, diesen Switch? SATM. SATM, da musst du mit rechtsklick die Modi switchen. Aber das war's schon, jetzt haben wir gar nicht mehr geguckt. Oh Mann, ey. Ja, das war die erste von zwei Folgen TTT hier zu unserem 10-jährigen Jubiläum. Dankeschön vielmals, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Ab jetzt jede Folge täglich.